Am vergangenen Wochenende haben sich die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Pulsnitz in der Turnhalle der Ernst-Rietschel-Grundschule vorgestellt und den Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort gestanden. Über 100 Pulsnitzer, Friedersdorfer und Oberlichtenauer hatten sich versammelt, um sowohl den Worten der aktuellen Bürgermeisterin, der parteilosen Barbara Lücke, zu folgen. Sie fasste die Geschehnisse der letzten 7 Jahre noch einmal aus ihrer Sicht zusammen und stellte dar, welche Schritte sie im Falle einer Wiederwahl anstrebt. Sie stehe für Zusammenarbeit und Vernetzung verschiedener Akteure und pragmatische Entscheidungen sowie bürgernahe Verwaltung. Mein Name ist Barbara Lücke. Ich trete als unabhängige Kandidatin, Einzelbewerberin für das Amt an und bin auch die Amtsinhaberin. Die Tätigkeit hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe so viele Dinge schon bewegt für Pulsnitz, aber so viel auch noch in der Vorbereitung, in der Umsetzung und weitere Ideen, dass ich an dieser Stelle gerne weitermachen würde. Und vor diesem Hintergrund bewerbe ich mich auch nochmal und hoffe, dass ich das Vertrauen der Bürger nicht nur gerechtfertigt habe, sondern auch für die künftige Tätigkeit bekomme. Insofern trete ich nochmal an. Des Weiteren stellte sich der CDU-Kandidat Per Thomschke zur Wahl, der bisher im Stadtrat von Großröhrsdorf aktiv war und präsentierte am Sonntag seine Ideen für Pulsnitz. Er verglich dabei die Möglichkeiten der beiden Städte und erläuterte, wie er seine Erfahrung nach einer erfolgreichen Wahl für Pulsnitz einsetzen werde. Mein Name ist Per Thomschke, bin 52 Jahre alt. Verheiratet, 4 Kinder, wohne in Großröhrsdorf, bin politisch in der CDU, bin im Stadtrat in Großröhrsdorf und im Kreistag in Bautzen. Und ich bin sehr eng verwurzelt mit der Stadt Pulsnitz, rein vereinsmäßig, Judo, Karneval, bin ich im Vorstand mit tätig. Judo habe ich meine ersten Schritte gemacht und ich habe einfach Lust, in Pulsnitz diese wunderschöne Stadt nach vorn zu bringen und hoffe, Ihre Stimme zu bekommen. Dankeschön. Im Kreistag bin ich ehrenamtlicher Stellvertreter. Mit dem Pulsnitzer AfD-Kandidat Frank Hannawald, bereits Mitglied im Stadtrat und Vizelandrat im Landkreis Bautzen, stellte sich ein dritter Kandidat den Pulsnitzer Bürgerinnen und Bürgern mit seinen Vorschlägen vor. Er betonte besonders die wirtschaftlichen Potenziale der Stadt. Er stehe im Falle einer Wahl für Transparenz bei Ausgaben und bei der Entscheidungsfindung. Ja, hallo, ich bin Dr. Frank Hannawald. Ich kandidiere für das Bürgermeisteramt und ich möchte Bürgermeister werden, weil mir die Bürger der Stadt Pulsnitz und die Stadt am Herzen liegen und ich mich für sie hier einbringen möchte. Nach der Vorstellung der drei Kandidaten nutzten die Einwohner der Stadt die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und die Standpunkte der Bewerber als Entscheidungsgrundlage abzugleichen. Dabei reichten die Themen von der Wichtung der Kirche oder Feuerwehr für den neuen Rathauschef über die Zukunft der Innenstadt und des Waldmühlenbades und die Anbindung der Ortsteile bis hin zu der Einstellung gegenüber ausländischen Fachkräften im für Pulsnitz wichtigen Gesundheitsbereich. Am 19. März sind alle Bürgerinnen und Bürger der Pfefferkuchenstadt dazu aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt für die nächsten 7 Jahre zu wählen. Sollte in diesem Wahlgang keine absolute Mehrheit zustande kommen, gibt es am 16. April eine Neuwahl.